Wir machen heute hier im Hafen eine Einsatzübung. Dort haben wir dann die Feuerwache Umweltschutz und die Taucherstaffel zusammen einen PKW versenkt. Den wollten wir gerne mit unseren Hebesäcken an die Wasseroberfläche dann wiederholen. So ein PKW im Wasser haben wir ungefähr ein bis zweimal im Jahr. Ob es jetzt der Kühlgraben ist oder hier im Hafen, kommt immer wieder vor. Es ist notwendig, dass wir uns halt eben untereinander dann absprechen, das Vorgehen und wie wollen wir Gegenstände aus den Rhein oder aus den Gewässern heben. Und deshalb machen wir immer mal wieder solche Übungen, dass wir uns absprechen können. Der Taucher ist zuerst runtergegangen zu den versunkenen PKW, hat dort dann erstmal den PKW markiert quasi, sodass wir ihn wiederfinden. Danach haben wir dann unsere Hebesäcke zu Wasser gelassen. Und dann hat der Taucher unter Nullsicht, also man sieht gar nichts unter Wasser, versucht, das Hebegeschirr einzuhaken. Das ist dann auch sehr gut gelungen. Wir hatten eine weitere Gruppe in diesem Personenaufnahmemodul von der Feuerwache U, also in den Kran eingehängt. Von dort aus haben wir dann eine Schlauchführung mit Druckluft zu den Hebekisten, die unter Wasser waren. Und somit konnten wir dann das PKW oder die Karosse aus dem Wasser heben.